Hallo meine Damen und Herren, hier ist wieder iPodgenics. Wahrscheinlich sind es aber mehr Herren als Damen. Egal, ich mache heute mal was Besonderes und zwar eine Servervorstellung. Ja, ich habe mir gedacht, warum nicht mal durch das Internetland reisen und mal ein paar Minecraft-Server zeigen. Angefangen mit Dark Project. Wie man sieht, ich wurde hier gleich angeschrieben. Da muss ich mal kurz drauf antworten. Später... Ich nehme gerade ein Video auf. So. Da muss ich jetzt kurz drauf anhören. Okay, also ich stelle mal euch diesen Server vor, und zwar Dark Project eben. Dieser Server besteht erst seit 4 Wochen. Ist also noch in der Kinderstube quasi. Es ist auch noch nicht so viel los. Sind schon einige Player drauf. Wie viele, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Gut, also angefangen, der Spawn ist halt noch recht. Wow, wow, du Arsch. Geh weg. Geh weg. Wieso habe ich kein Schwert dabei? Wieso habe ich kein Schwert dabei? Warum ist hier jetzt ein Creeper am Spawn? Draho, das ist nicht Hilfe. Das hilft mir nicht. So. Ja, da freut er sich, dass er auch mal was sagen kann hier. Auf jeden Fall, hier rennen auch noch Viecher rum. Das sollte eigentlich auch noch geändert werden. Egal. Das Spawn ist aufgebaut mit Schildern. Also immer durchlesen, so wie halt bei jedem Spawn. Wie gesagt, der Server besteht erst seit 4 Wochen. Ist also noch nicht so weit aufgebaut. Hat aber Potenzial. Ich habe hier auch einen Clan gegründet. Bruderschaft Strata. Schleichwerbung. Ja. Es gibt hier Markt. Also das heißt, ihr könnt ihr, Läden mieten. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Steht es hier irgendwo? Bauhöhe maximal. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie viel es kostet, auswendig. Ich glaube 500 pro Monat. Auf jeden Fall gibt es hier auch Admin-Shop. Ist eigentlich nur für Admins. Ja, kommt von Admins. Egal. Auf jeden Fall Shops, den könnt ihr kaufen. Der Server ist PvP, das heißt Player versus Player. Ihr könnt euch gegenseitig die Köpfe einhauen, bis ihr blutet. Und Survival, wie man gesehen hat. Ja. Es steht leider noch nicht so viel. Auf jeden Fall, das hier ist der frei bebaubare Bereich. Grundsätzlich gilt aber 10 Blöcke breit und 5 Blöcke hoch. Euch wird auch geholfen am Anfang mit einer kleinen Getreidefarm und einer Baumfarm. Bitte alles wieder anpflanzen. Das ist wichtig. Weil ansonsten geht es euch wie mir, bekommt man eine Verwarnung. Und das sieht dann auch jeder. Auf jeden Fall, hier könnt ihr bauen, was ihr wollt. Das hier ist... Oh mein Gott, was ist hier passiert? Hier hat jemand gegrieft. Das ist nämlich das Bruderschaft-Start-Rekrutierungsheim. Das war garantiert irgendein mieser Kerl, der uns zerstören möchte. Ja, werde ich irgendwann mal rausfinden und werde ihn dann auch dafür töten. Auf jeden Fall, ist der Server eben in der Kinderstube. Ist aber, hat aber wirklich Potenzial. Ich finde auch, die Leute sind hier wirklich super nett. Garrett hier, der Besitzer dieses Servers, mit dem mache ich auch schon öfters NTS, ist auch ein lustiger Kerl. Macht Spaß auf jeden Fall hier auch drauf zu spielen. Das hier ist der Tempel. In dem geht ihr dann rein. Zeige ich euch das mal kurz. Hier oben, dann da runter. Ich springe einfach mal. Oder auch nicht. Und dann nach ganz unten, dann müsst ihr dann einen Weg gehen und Fragen beantworten, um euch freizuschalten. Also auch so was fast jetzt jeder Server macht, nicht mehr mit Passwort. Um einfach sicher zu gehen, dass nicht jeder Vollhorst ins Spiel reinkommt. So, was haben wir denn hier? Tempel. Also, ja. Das ist jetzt der Spawn. Also es gibt viele Sachen, die hier gebaut wurden auch. Es würde jetzt aber ewig dauern, bis ich da hinkomme an diese Burgen und bla und ja. Wie gesagt, es ist jetzt nur eine kurze Servervorstellung. Ja, wenn ihr einfach Bock habt, mal einen neuen Server zu testen, der in der Kinderstube ist, ein paar Verbesserungsvorschläge habt oder euch einfach mal ein bisschen schlau machen wollt, was es noch so gibt, dann kommt einfach mal vorbei. Die IP werde ich unter das Video setzen. Und ja, dann schaut euch es einfach mal an. Und Hilfe, das ist eine Spinne. Und ja, schreibt Garrett an, wenn ihr Fragen habt oder mich. Und ja, dann joint ihr am besten meinem Clan.
Nein, müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt natürlich auch einen eigenen Clan gründen, was ich auch voll cool finde. Das heißt, es gibt richtige Clan Wars, also Clan-Kriege. Macht schon recht Spaß. Vor allen Dingen den Leuten dann die Clan-Member unter der Nase wegzuseppen. Haben wir auch schon gemacht. Bin ich stolz auf. Aber wir haben es gemacht. Oh, Gewitter. Naja, auf jeden Fall, das war's mit dieser kleinen Servervorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal einen Server habt, auf den ich mal raufgehen soll, mir mal angucken soll, oder ihr selber einen Server gemacht habt, der mal ein bisschen ins Internet gesetzt werden soll, dann sagt mir mal Bescheid, schreibt mich an. Ich würde mich freuen. Jo, könnt ihr mir auch auf Facebook schreiben. Da bin ich jetzt auch mit Hypogenic. Yay! Und ja, ich bedanke mich fürs Angucken. Und ja, denn bis denn, ne? Macht's gut, euer iPod. Tschüss.